Ein herzliches Hallo aus dem wundervollen Ubud auf Bali. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe heute eine 30-minütige Yoga-Einheit für euch vorbereitet, die den gesamten Körper dehnt und euch hilft, beweglicher und flexibler zu werden. Wir verbringen nicht allzu lange Zeit in jeder Haltung, dafür könnt ihr euch sicher sein, dass ihr in dieser halben Stunde alle Muskelgruppen einmal gut durchdehnt. Diese Deep Stretch Routine könnt ihr wirklich sehr gut regelmäßig praktizieren und auch wunderbar mit kraftvolleren Sequenzen, mit Fitness-Workouts oder mit ein paar runden Sonnengrüßen kombinieren. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und natürlich Entspannung. Wir beginnen im Fersensitz. Lege deine Hände entspannt in den Schoß, schließe deine Augen und schenke dir 3 tiefe Atemzüge, um anzukommen. Atme tief ein, füll die Lungen komplett. Atme vollständig aus, zieh den Nabel sanft nach innen und oben, werde ganz leer. Atme tief ein, schieb deine Scheitelkrone nach oben Richtung Decke. Atme vollständig aus, entspann dein Gesicht, lass deine Schultern ganz schwer werden. Letztes Mal so, tief einatmen und vollständig ausatmen. Wunderbar. Öffne deine Augen, stell die Hände einmal vor dir auf, stülp die Füße um und dann schieb dich von hier aus in die aktive Haltung des Kindes. Das bedeutet, schieb dein Gesäß nach hinten, während du mit den Händen nach vorne wanderst und die Stirn zum Boden bringst. Stell deine Finger auf, sodass deine Ellbogen den Boden nicht mehr berühren und wandere mit deinen Fingern noch ein Stück weiter nach vorn. Und dann schieb dein Gesäß noch mehr nach hinten und unten. Spür die Dehnung in der gesamten Rückseite deines Körpers und in den Zehen. Sehr gut. Von hier aus wandere mit deinen Fingern einmal rüber zur rechten Seite, richtig runter von der Matte, um so deine linke Körperhälfte, deine linke Flanke zu dehnen. Wenn du mehr willst, lege deine linke Hand auf deine rechte und zieh deine linke Hüfte tendenziell etwas mehr zurück. So intensivierst du deine Dehnung. Schicke noch einen Atemzug in die linke Seite. Und dann wandere mit deinen Fingern einmal den gesamten Weg rüber zur anderen Seite. Auch hier wieder richtig runterwandern von der Matte. Die Stirn liegt auf. Und jetzt spüre die wunderbare Dehnung in deiner rechten Flanke und richte deine Aufmerksamkeit bewusst auf deinen Atem. Wenn du mehr willst, dann bring die rechte Hand auf die linke und zieh die rechte Hüfte etwas mehr zurück, um so noch mehr Weite und Raum zu schaffen. Bleibe noch ein Atemzug hier. Und dann wandere wieder zurück zur Mitte, roll auf und komm in den Vierfüßler. Leg deine Fußrücken auf, positioniere deine Knie direkt unter den Hüften und deine Hände direkt unter den Schultern. Lass deine Ellbogen beugen, etwas mehr nach vorne zeigen, um so mehr Platz im Brust- und Schulterbereich zu kreieren. Deine Finger sind weit aufgespreizt, die Fingerkuppen sind aktiv. Achtung! Mit der nächsten Einatmung komm in ein geführtes Hohlkreuz, heb dein Herz. Ausatmung, komm in den Katzenbuckel, mach dich ganz rund, saug den Nabel ein. Einatmen, Hohlkreuz, Schultern zurückziehen, Blick leicht heben. Ausatmen, mach dich ganz rund, schieb den Boden richtig unter dir weg. Noch zweimal so, ganz genüsslich. Einatmen, Hohlkreuz, öffnen.
Ausatmen, Katzenbuckel, lass den Kopf ganz schwer hängen. Letztes Mal. Einatmen, werde ganz hohl, öffne dich großzügig. Und ausatmen, mach dich so rund wie du kannst, saug den Nabel ein. Nächste Einatmung, neutraler Vierfüßler, gerader Rücken. Von hier aus stelle nun einen Fuß nach dem anderen nach hinten auf, komm in die Plank, atme ein hier und mit der Ausatmung schieb dich in deinen herabschauenden Hund, in dein umgedrehtes V und fokussiere hier vor allem die Länge im Rücken. Verwurzel deine Hände gut im Boden und schieb deine Sitzbeinhöcker nach hinten und oben. Und dann bring gern mehr Bewegung rein, indem du die Fersen abwechselnd Richtung Boden schiebst und wenn du magst, abwechselnd nach links und rechts schaust. Spür die Dehnung vor allem in deinem gesamten Rücken, deinen Waden und Oberschenkelrückseiten. Dann pendel dich langsam wieder ein, roll mit der nächsten Einatmung nach vorne in die Liegestützposition und mit der Ausatmung senk über die Knie am Boden ab, Ellenbogen eng, komm kontrolliert in Bauchlage. Von hier aus stelle die Unterarme auf, sodass sich deine Schultern ungefähr über den Ellenbogen befinden und du vom Abstand her gut deine Oberarme greifen kannst. Spreiz deine Finger gut auf und stell dir vor, sie sind an der Matte festgeklebt. Deine Füße liegen hüftbreit auf und deine Fußrücken pressen aktiv in den Boden. Für die Swings hebe nun deinen Oberkörper etwas mehr an und schiebe dein Brustbein nach vorne und oben, während deine angeklebten Finger zeitgleich zu dir ranziehen wollen. Öffne dein Herz und spür die Dehnung in deiner Bauchdecke. Atme tief und gleichmäßig. Entspann deine Gesichtszüge. Entspann deinen Kiefer. Und achte darauf, dass dein Kopf ganz gerade ausgerichtet bleibt und du ihn nicht nach hinten in den Nacken wirfst. Bleibe noch einen letzten Atemzug hier. Tief ein. Und mit der Ausatmung löse auf, bring die Stirn oder eine Schläfe zum Boden, leg die Arme bequem neben den Körper, spür kurz nach. Wenn du magst, schaukel dein Becken ein wenig von links nach rechts. Und dann löse das Ganze wieder auf, stell die Hände unter den Schultern auf, schieb dich mit der Einatmung Richtung Fersen, stülp die Füße um. Und mit der Ausatmung streck die Beine für den herabschauenden Hund. Wir machen direkt weiter. Von hier aus bringe deinen rechten Fuß nach vorn zwischen deine Hände, erde dein linkes Knie und deinen linken Fußrücken. Bring beide Hände zur Mitte, wandere deinen rechten Fuß zur rechten Mattenseite, lass ihn leicht nach außen zeigen und komm auf die rechte Fußaußenkante. Bring die rechte Hand zum rechten Knie und schiebe dein rechtes Bein mehr von dir weg, während du dich sanft aufdrehst. Achte immer darauf, dass Fuß und Knie in die gleiche Richtung zeigen. Und dann genieße den Stretch. Spür die Dehnung vor allem in deiner rechten Hüfte und in der Vorderseite deines linken Oberschenkels. Entweder bleibe hier, oder wenn du mehr willst, zieh deinen linken Unterschenkel zu dir ran und greife mit deiner rechten Hand von außen deinen linken Fuß. Schieb den Fuß aktiv in die Hand und öffne dich daraus noch ein kleines Stückchen mehr. Bleibe noch für einen Atemzug in deiner Variante, ganz egal welche. Sehr gut. Dann löse langsam wieder auf, wandere deinen rechten Fuß zurück zur Mitte und für den Runner's Stretch strecke dein rechtes Bein. Flex die Zehen vom rechten Fuß, nimm die rechte Hüfte zurück, die linke mehr nach vorn.
Spür die intensive Dehnung in deiner gesamten Beinrückseite. Und wenn dein Körper dir heute die Freiheit gewährt, dann lehne dich mit unendlich langem Rücken nach vorn und unten über dein ausgestrecktes Bein. Behalte dabei unbedingt die gerade Ausrichtung deiner Hüfte und deine aktiven Zehen bei. Bleibe noch für einen Atemzug in deiner Variante. Und dann löse auch hier langsam wieder auf, indem du dein rechtes Bein beugst, deinen rechten Fuß erdest, die Hände links und rechts aufstellst, deinen linken Fuß umstülpst und von hier aus zurück in den herabschauenden Hund kommst. Sehr gut. Nimm den Unterschied zwischen dem rechten und linken Bein wahr. Atme nochmal tief ein. Und vollständig aus. Wunderbar. Wir wechseln die Seiten. Bringe nun deinen linken Fuß nach vorn zwischen die Hände. Erde dein rechtes Knie und deinen rechten Fußrücken. Bringe beide Hände zur Mitte. Wandere deinen linken Fuß zur linken Mattenseite. Lass ihn leicht nach außen zeigen und komm auf die linke Fußaußenkante. Bring die linke Hand aufs linke Knie und schieb dein linkes Bein mehr von dir weg, während du dich allmählich aufdrehst. Achte auch hier wieder darauf, dass Fuß und Knie in die gleiche Richtung zeigen. Und dann spüre den Stretch auf dieser Seite. Nimm wahr, wo du die Dehnung besonders intensiv spürst, wo du Weite und wo du vielleicht auch Enge wahrnimmst. Bleibe hier oder wenn du einen Schritt weiter gehen möchtest, zieh deinen rechten Unterschenkel zu dir ran und greife mit deiner linken Hand von außen deinen rechten Fuß. Schieb den Fuß aktiv in die Hand und öffne dich daraus noch ein kleines Stückchen mehr. Bleibe noch für einen Atemzug in deiner Variante. Und dann löse allmählich wieder auf. Wandere den linken Fuß zurück zur Mitte und strecke für den Runner Stretch dein linkes Bein. Flex die Zehen vom linken Fuß, nimm die linke Hüfte zurück, die rechte mehr nach vorn. Spür die intensive Dehnung in deiner gesamten Beinrückseite. Wenn du auf der anderen Seite einen Schritt weiter gegangen bist, dann gerne auch auf dieser Seite. Lehne dich dafür mit unendlich langem Rücken nach vorn und unten über dein ausgestrecktes Bein. Die Hüfte bleibt gelevelt, dein Fuß bleibt geflext. Auch hier noch ein Atemzug in deiner Variante. Tief ein und vollständig aus. Dann löse langsam wieder auf, beug dein linkes Bein, erde deinen linken Fuß, stell die Hände links und rechts auf, stülp deinen rechten Fuß um und trete von hier aus zurück in den herabschauenden Hund. Prima. Atme ein hier und mit der Ausatmung wandere mit den Füßen nach vorne durch und komm in den Yogi Squat Malasana. Deine Zehen zeigen dabei leicht nach außen, die Fersen sind nach Möglichkeit auf dem Boden. Bring die Handflächen aneinander, schieb deine Oberarme gegen deine Knie und deine Knie gegen deine Oberarme. Kreiere Druck und Gegendruck und spüre die daraus resultierende Dehnung in deinen Leisten. Bleibe dabei ganz groß und aufrecht. Schiebe deine Scheitelkrone Richtung Himmel, heb dein Herz. Für eine kurze Drehung stell die linke Hand links vor dir auf, heb deinen rechten Arm nach oben und öffne dich.
Atme tief ein und aus. Dann wechsel die Seiten. Rechte Hand rechts vor dir aufstellen, den linken Arm heben und großzügig öffnen. Tief einatmen und ausatmen. Und auch hier wieder auflösen, beide Hände zum Boden und direkt ins Sitzen kommen. Finde einen bequemen Schneidersitz und setze dich, wenn du magst, leicht erhöht auf einen Klotz oder eine gefaltete Wolldecke, falls es für dich angenehmer ist. Wir wollen uns dem Oberkörper widmen. Bringe dafür deine rechten Arme nach vorne und zieh mit der linken Hand deine rechten Finger zu dir ran, während deine rechte Handfläche nach vorne zeigt. Lass deinen rechten Arm leicht gebeugt. Nimm die Dehnung im rechten Handgelenk und rechten Unterarm wahr. Wechsel die Seiten. Rechte Hand greift linke Finger. Zieh die Finger zu dir ran und schieb die linke Handfläche von dir weg. Spür auch hier die Dehnung in deinem Handgelenk sowie im Unterarm und lass deinen Arm leicht gebeugt, um dein Ellenbogengelenk zu schützen. Sehr gut. Löse auf, schüttel kurz deine Hände und kreise deine Handgelenke, um alles wieder zu neutralisieren. Wir machen weiter. Für die Schulterdehnung hebe noch einmal deinen rechten Arm nach oben und ziehe ihn mit deiner linken Hand zur gegenüberliegenden Seite. Achte darauf, dass deine Schultern auf einer Linie ausgerichtet bleiben und dein Oberkörper ganz gerade nach vorne zeigt. Genieß den angenehmen Stretch in deiner rechten Schulter und bleibe noch einen ganz tiefen Atemzug hier. Dann wechsel die Seiten, zieh mit deiner rechten Hand deinen linken Arm rüber nach rechts und achte auch hier wieder darauf, dass deine Schultern auf einer Linie bleiben und du dich nicht zur Seite aufdrehst. Schau geradeaus nach vorn. Bleibe noch einen Atemzug, spür die Dehnung in deiner linken Schulter. Atme tief ein. Und aus. Sehr gut. Löse auf. Und für die Trizepsdehnung strecke deinen rechten Arm nun senkrecht nach oben, beuge ihn und lege deine Hand mittig oberhalb der Schulterblätter auf. Bringe deine linke Hand auf deinen rechten Ellenbogen und zieh ihn sanft zur linken Seite. Schiebe deinen Kopf tendenziell etwas mehr nach hinten gegen deinen Arm und bleibe ganz aufrecht im Oberkörper. Auch hier noch einen tiefen Atemzug. Ein und aus. Und dann wechsel die Seiten. Streck deinen linken Arm senkrecht Richtung Himmel, beuge ihn und lege die Hand wieder mittig auf. Bring deine rechte Hand auf deinen linken Ellenbogen und zieh ihn zur rechten Seite. Bleib auch hier ganz aufrecht im Oberkörper und übe sanften Druck mit deinem Kopf nach hinten gegen deine Arme aus. Atme tief ein und genüsslich aus. Wundervoll. Löse auf. Und lasse von hier aus einmal dein rechtes Ohr zur rechten Schulter fallen. Lege deine rechte Hand auf dein linkes Ohr, um die Dehnung sanft zu verstärken. Lass die Stirn weich werden. Entspanne Wangen und Kiefer.
und spür die wundervolle Dehnung im Hals- und Nackenbereich auf der linken Seite. Dann schiebe deinen Kopf ganz achtsam wieder zurück zur Mitte und wechsel die Seiten. Lass dein linkes Ohr zur linken Schulter sinken und lege deine linke Hand auf dein rechtes Ohr, um die Dehnung sanft zu verstärken. Dein Kiefer ist entspannt, die Schultern sind ganz schwer und dein Atem fließt ganz natürlich. Spür die Dehnung im Schulter- und Nackenbereich auf der rechten Seite. Dann führe deinen Kopf wieder ganz achtsam zurück zur Mitte und mache hier gern intuitiv die Bewegung, die du jetzt brauchst, um das Ganze wieder zu neutralisieren. Wunderbar. Von hier aus strecke beide Beine lang nach vorn, zieh dein Gesäß nach hinten und oben raus, sodass du deine Sitzbeinhöcker gut am Boden spüren kannst. Wenn du auf der Decke oder auf einem Klotz sitzt, kannst du gerne erhöht sitzen bleiben. Für die sitzende Vorbeuge auf Sanskrit, Paschimottanasana, atme ein hier, werde ganz groß und mit der Ausatmung wandere mit deinen Fingern nach vorn und beuge dich mit ganz geradem Rücken über deine gestreckten Beine. Achte hier unbedingt darauf, dass dein Rücken ganz lang und gerade bleibt und du keinen Buckel machst. Beuge gegebenenfalls deine Beine oder heb den Oberkörper wieder mehr an, um die Länge im Rücken zu bewahren. Finde eine gesunde Ausrichtung für deinen Körper, indem du die Dehnung deiner Beinrückseiten und deines unteren Rückens gut spüren kannst. Deine Zehen sind aktiv, Ballen und Fersen schieben nach vorne von dir weg, während deine Sitzbeinhöcker nach unten und hinten ziehen. Dein Brustbein zielt nach vorn, deine Schultern sind entspannt und weit weg von den Ohren. Atme nochmal tief ein und vollständig aus, zieh den Nabel nach innen und oben. Dann löse langsam wieder auf. Roll den Oberkörper auf, stell die Füße auf, greif unter deine Kniekehlen und roll ganz langsam, Wirbel für Wirbel, in Rückenlage. Winkel die Beine an, umarm dich und mach Kreise über den unteren Rücken. Schenk dir selbst eine angenehme Massage. Kreise erst in die eine und dann in die andere Richtung. Sehr gut. Für unsere abschließende liegende Drehung greif dein rechtes Knie und streck dein linkes Bein zum Boden aus. Bring deinen rechten Arm zur rechten Seite und führe mit deiner linken Hand dein rechtes Knie ungefähr in Nabelhöhe rüber zur linken Seite. Dein Blick geht nach oben oder zur gegenüberliegenden rechten Hand. Drei Atemzüge hier, ganz für dich. Genieß die wunderbare Länge im unteren Rücken, den angenehmen Twist deiner Wirbelsäule und den Zustand voller Entspannung. Komm langsam wieder zurück zur Mitte. Wechsel die Seiten. Zieh dein linkes Knie nahe zu dir ran. Streck dein rechtes Bein am Boden aus. Bring den linken Arm zur linken Seite. Und führe mit deiner rechten Hand dein linkes Knie ungefähr in Nabelhöhe rüber zur rechten Seite. Dein Blick geht entweder nach oben Richtung Himmel oder zur linken Hand, die Augen dabei gerne sanft geschlossen.
drei Atemzüge hier. Erlaube dir loszulassen und diesen Zustand genauso anzunehmen, wie er ist. Genieße es, nichts weiter tun zu müssen. Nur noch zu atmen, nur noch zu sein. Finde von hier aus allmählich wieder zurück zur Mitte und komme direkt in deine liegende Schlussentspannung. Strecke Arme und Beine lang am Boden aus und gib dein Körpergewicht voll und ganz an den Boden ab. Lass alles los, was dich festhält. Und tauche ein in die vollkommene Entspannung, in dein Shavasana. Dann komm langsam wieder zurück, vertief deinen Atem beginne allmählich deine Finger zu bewegen, deine Handgelenke zu kreisen. Deine Zehen und deine Fußgelenke zu bewegen. Bring langsam wieder Leben in deinen Körper. Bring die Arme lang nach hinten über deinen Kopf. Dehn und regel dich. Gähn. Mach, was du jetzt brauchst, um wieder zurückzukommen. Dann roll von hier aus nochmal für einen Moment auf deine liebste Seite
lass die Augen gerne sanft geschlossen. Genieß die Nähe. Genieß die Wärme. Die Ruhe und Zufriedenheit. Richte dich auf, komm ins Sitzen. Bring die Hände vors Herz. Die Daumen berühren dein Brustbein, um so den Kontakt zu dir selbst herzustellen. Senk den Blick. Verneig dich vor dir selbst in deiner Yoga-Praxis und belohne dich mit einem wundervollen und 100% ernst gemeinten Lächeln. Zieh die Mundwinkel nach oben Richtung Ohren. Genau. Und dann behalte diese Ausstrahlung, behalte dieses Gefühl, wenn du die Augen öffnest und rausgehst in den Tag, in die echte Welt. Vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank für dein Vertrauen. Bis zum nächsten Mal auf der Yogamatte. Namaste.